Es ist die erste Oldenburginale, da bin ich mir ganz sicher. Es ist wahrscheinlich auch das erste Kurzfilmfestival in Oldenburg. Happy God, denke ich jedenfalls, dem Bürgermeister. Und ganz bestimmt ist das erste Kurzfilmfestival, das in einem Integrationsprojekt als Kino läuft. Da bin ich mir auch ganz sicher. Also insofern sind Sie alle heute Teilhaber eines ganz besonderen Ereignisses. Und ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Lichtblick Filmtheater sind. Wenn Sie das Konzept für dieses Kurzfilmfestival gelesen haben, da steht drin als erster Satz, dass es das Ziel ist, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzuführen. Und ich denke, dass uns das heute in vielfacher Hinsicht gelingen sollte. Zum einen sind diejenigen, die das Festival organisiert haben, Menschen mit und ohne Behinderung, die das zusammen gemacht haben. Wir werden heute Filme sehen, wo das Thema Behinderung vorkommt und andere, wo es keinerlei Rolle spielt. Und auch hier im Publikum gibt es Menschen mit und ohne Behinderung und alle gleichsam herzlich willkommen. Und da es sich hier eben um ein ganz besonderes Ereignis handelt, ist es leicht nachvollziehbar, dass auch bis nach Kiel gedrungen ist, dass hier in Oldenburg was Besonderes passiert. Das heißt, der Ministerpräsident, Herr Carstensen, hat die Schirmherrschaft für dieses Festival übernommen. Und ich freue mich, Sie, Herr Haag von der Staatskanzlei, hier willkommen zu heißen, dass Sie heute stellvertretend hier bei uns zu Gast sind. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die das hier vorbereitet haben, die das durchführen. Und ich wünsche Ihnen allen und wünsche mir auch einen spannenden und interessanten Abend. Danke. Ich bringe Ihnen die Grüße des Ministerpräsidenten. Er schreibt in seinem Grußwort, wie sehr er diesen Ort für geeignet hält, für ein solches Filmfestival. Und ich werde ihm berichten, wie recht er hatte mit dieser Aussage. Ansonsten, ja, ist dieses ein hervorragender Ort, ein kultureller Ort, in dem sich Menschen begegnen mit Behinderungen, Menschen ohne Behinderungen. Es ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Und es ist gut so, dass es diesen Ort an dieser Stelle gibt, Herr Bürgermeister. Sie haben wirklich hier einen Schatz in dieser Stadt. Die kulturelle Filmförderung des Landes Schleswig-Holstein, das ist eine Einzigartigkeit, ja, bundesweit noch. Wir leisten uns diese kulturelle Filmförderung. Und aus diesem Fördertopf sozusagen stammt auch eine kleine Anschubfinanzierung für dieses Festival hier. Ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Herr Sohns, Herr Peters, wir wünschen Ihnen einen langen Atem auf diesem Weg, ein kontinuierliches, ein stetiges, ein nachhaltiges Festival zu werden. Der Name Oldenburginale klingt ein bisschen so, als hätten Sie sich Großes vorgenommen und auch große Vorbilder. Bis dahin mag es noch ein etwas längerer Weg sein, aber ich bin sicher, Sie haben das Engagement und die Power, das durchzuhalten. Alles Gute Ihnen, Ihnen einen angenehmen Abend. Danke. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Vorrednern für die gesamte Unterstützung auch. Ich möchte jetzt noch ein paar organisatorische Dinge kundtun. Wir haben beide Tage in drei Blöcke unterteilt. Sie können das auch alles noch bei diesem Programmheft hier entnehmen. Heute wird es so sein, dass wir keine Moderation haben. Da sind die Blöcke auch etwa 10 Minuten länger, etwa 70 Minuten heute. Morgen dann jeweils der Block 60 Minuten rein Film und mit Moderation dazwischen. Dazwischen immer eine Pause. Bei Kurzfilmen sind ein bisschen anstrengender als ein Langfilm, bei 70 Minuten. Sie werden sehen, das muss sich auch ein bisschen setzen dann erstmal. Machen wir eine kleine Pause. Sie können sich dann auch gerne an den Schnittchen und am Sekt bedienen, wenn Sie im Klo gesehen haben. Ja, und die Preisverleihung, also morgen ist dann der Wettbewerb. Da gibt es auch einen Publikumspreis, da können Sie dann auch mitbestimmen, wer gewinnen soll. Und die Preisverleihung wird dann morgen etwa 23.15 Uhr stattfinden. Ja, und dann hoffe ich, wir können Ihre Erwartungen erfüllen oder auch vielleicht ein bisschen überraschen, verdutzen, vielleicht auch ein bisschen polarisieren an manchen Stellen. Und ja, wir fangen jetzt erstmal an mit einem Film, der mir persönlich